So sieht's aus heute. Dann schauen wir mal auf Telonym. Da habt ihr mir viele anonyme, tolle Fragen geschickt. Einige davon habe ich schon beantwortet. Die kommen demnächst als Video raus. Dann haben wir hier die erste Frage. Ein Rat gegen die Panik davor, dass Jungs einen nicht mögen werden. Das beginnt schon spaßig. Ein Rat davor, dass Jungs einen nicht mögen werden. Es ist immer diese typische Angst von Jugendlichen, von frisch Verliebten. Ich traue mich nicht, ihm zu sagen, weil vielleicht mag er mich nicht, vielleicht wird er eine Ablehnung kriegen. Tja, was macht man gegen Angst und Stressbewältigung? Ja, wenn du Schiss davor hast, dass du dem vielleicht nicht gefallen könntest. Geht ja für Jungs wie für Mädchen, das kann man eins zu eins so anmelden, eins zu eins so betragen. Ja. Was macht man? Ich glaube, da gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten, das anzugehen. Die einzige richtige Möglichkeit, es wird wahrscheinlich alles darauf hinauslaufen, die einzige Möglichkeit ist, dass du es ihm sagen musst. Das ist die einzig beste Möglichkeit, den Boy oder das Girl anzusprechen, wird dann sein, hinzugehen und einfach mal ganz ehrlich zu sagen, ja, ihm deine Gefühle zu äußern und dann. Ja, das hilft jetzt nicht viel, wenn man sehr viel Panik davor hat, aber ja, nimm deinen Mut zusammen und sag's ihm, das Schlimmste, was du kriegen kannst, ist ein Nein. Und das Beste, was du kriegen kannst, ist ein Ja. Insofern. Ja, ich weiß, also ich hatte dasselbe, man glaubt es mir kaum, aber ich hatte die Zeit selbst mal, ich war auch mal verliebt. Als Kind, als Jugendlicher. Macht's nicht wie ich. Ich habe mich damals nicht getraut. Ich habe es vergeigt. Ich hab's. Also die beste Möglichkeit, das kommt auch am besten an bei dem Gegenüber, wenn man ehrlich ist und direkt hingeht und mal so und. Man direkt dort, ich will nicht zu viel von mir erzählen, was ich falsch gemacht habe, aber geht direkt hin und sagt direkt von Person zu Person, direkt von und sagt direkt, also ganz gerade heraus, das ist nicht, es ist, braucht man sich vor nichts zu schämen, das ist nichts Außergewöhnliches, nichts Falsches, nichts Krankes, nichts Schlimmes, das ist da einfach frei heraus und ja, wie es ausgeht, das kann keiner vorhersagen. Das ist wie wenn er dich ist. Da muss man ein bisschen drauf ankommen lassen und muss man damit spielen, muss man wie ein Spiel angehen und es wird halt, ja, mit so einem Wort sprechen wir uns wieder. Ja. Wenn es ja wird, dann vielleicht auch an den Fragesteller. Das ist anonyme Frage, das ist anonym, das ist anonym. Ja, da kann man nichts. Es geht, glaube ich, nichts drum rum, dass du einfach hingehst und ihm das sagst und da einfach den Mut aufnimmst, dass dir von Freunden helfen, dass dir eine Freundin mit dazu, du hol dir einen Freund mit dazu. So, da haben wir noch mal eine Frage. Nehmen wir noch eine Frage durch. Was haben wir denn hier? Hast du irgendwelche schlechte Gewohnheiten?
versuche es mal schnell zu antworten, damit ich dann hier wieder ins Among Us reinkommen kann, wenn die fertig sind. Habe ich schlechte Gewohnheiten. Ich habe das schlechte Gewohnheit zu stottern, das habe ich auch, zu stottern und zu lispeln. Meine Sprachfehler. Ich habe die schlechte Gewohnheit, mir immer, also Bart kratzt. Das ist mittlerweile, gibt's, also ist mittlerweile ein Meme bei mir, ist mittlerweile Klassiker bei mir. Bart kratzt, Haare kratzt, Gesicht kratzt. Also wenn ich nervös bin, gehe ich mir durch den Bart und so weiter. Das ist da wusel ich mir im Bart rum und oder durch die Haare und so weiter. Oder wenn ich nachdenke, ich bin ständig beim, man hört mich immer. Das sage ich dann immer. Ich habe und das ohne schlechte Angewohnheit, das immer zu sagen, das ist Bartkratz. Weil ich dann immer so die Gedanken habe, die Gedanken in meinem Kopf, okay, jetzt hast du wieder durch den Bart geraschelt und das hört man eventuell im Mikro und sagst du Bartkratz. Und mittlerweile mache ich es nur als Meme, weil das ist halt Bartkratz. Gibt es inzwischen sogar Merch zu Bartkratz. Für welche Fußballmannschaft bist du? Ich bin kein Fußballfan, ich gucke, ich schaue keinen Fußball, ich bin echt großartig Fußball. Ich habe früher mal WMs geguckt, da war ich mal da ganz dabei, da habe ich ganz gerne geguckt. Aber so Fußball BVB, ja BVB, das war ich. Borussia Dortmund, da bin ich also, weil mein Vater BVB-Fan ist, Borussia Dortmund-Fan ist. Und dann bin ich halt irgendwie, ja, also wenn Fußballclub, dann BVB. Bayern ist scheiße, ist klar. BVB würde ich sagen, aber ich bin ja auch da nicht. Bin jetzt kein Typ, der besonders viel Fußball guckt und da mit dabei ist. Und da ist, ja, eigentlich gar kein Fußballfan. Also, aber wenn ich wählen müsste, wenn ich mit vorgehaltener Waffe sagen müsste, ein Verein, dann BVB. Das ist Borussia Dortmund. Die nächste Frage ist, was schaust du dir so auf YouTube an? Muss ich gerade mal auf YouTube nachgucken. Ich habe hier meine Abo-Box hier. Kann man gerade mal nachgucken. Das seht ihr jetzt nicht, weil ich den Hintergrund drauf habe. So, was gucke ich denn so? Also gerade. Also die YouTuber, die ich gucke, das sind momentan Let's Play Markus gucke ich ganz viel, da gucke ich die Let's Plays von ihm, klassische Let's Plays. Gerade momentan Pokémon Soul Silver, was er gerade spielt, Let's Play Pokémon Soul Silver. Flipflight gucke ich ganz viel, da kommen React-Dos relativ oft. Worldwide Wohnzimmer gucke ich, Kanzlei WBS, hier der Solmecke. Seine Rechtsvideos, da gucke ich auch ab und zu mal an. Nicht jedes Video, aber so schaue ich da mal rein. Worldwide Wohnzimmer, auch so, ja, manchmal. Dann kennst du den Promi, da gucke ich ganz gerne rein. Kennst du den Song, das natürlich auch, aber die Talk-Format, wenn dann spannender Promi auf deren Couch sitzt, da gucke ich das auch an. Space Fox gucke ich gerne. Immer wieder, wenn ein neues Video rauskommt. Livestreams machen die auch. Da muss ich ehrlich sein, die Livestreams gucke ich nicht. Das gefällt mir nicht so sehr. Valulis Daily haben wir hier noch. Da gucke ich auch. Der Satire-Kanal. Der Marvin Neumann. Der macht Politik-Videos zu der politischen. Zu politischen Sachen jetzt zuletzt sehr interessante Interviews von Lindner hat er interviewt und den Olaf Scholz. Und da werden auch noch weitere Sachen kommen. Oh, sei gegrüßt, Xulia X06. Du bist jetzt offiziell eingeladen. Willkommen in England im Community. Jo, ein neuer Follower. Wobei stehen Among Us Highlights gucke ich auch, das ist ein ganz guter Kanal. Da gibt es ganz viele
Dann gibt's, da kommen immer die Among Us-Highlights zwischen, dann haben wir gesagt, von allen Streamern, von den großen Streamern, von Nanificate, von Dalukart, von Vlesk, von Gnu, von ja, sonst was, von die mir jetzt nicht einfallen. LeFloid, die News folgen, gucke ich dann auch ganz gerne. Flip.psd, der Cutter von Paluten, der lädt immer so schöne Animationsvideos hoch. Zio gucke ich ganz gerne. Marco Bülow, Abgeordneter der Partei Die Partei, der sehr guten Partei Die Partei im Bundestag. Der lädt dann immer seine Reden aus dem Bundestag hoch. Danificate mit seinen Pokémon-Videos, Fakten über Pokémon und so. Paluten, mittlerweile wenig, das ist immer weniger. Ich habe früher seine Minecraft-Videos gerne geguckt. SD React, nicht, denn nicht. Okay, den React-YouTube-Kanal von ihm, Team Paluten, da gucke ich ab und zu mal rein. Habe ich noch nicht abonniert, aber ab und zu mal gucke ich da so vorbei. Paluten, so die Let's Tests, die er so macht, die Simulatoren, die er spielt, das finde ich jetzt nicht mehr so prickelnd. Da gucke ich selten noch rein. Ja, wen haben wir noch? Mordado gucke ich noch. Varion haben wir dann noch. Palwanda, das ist auch der Fire Bro. Palwanda macht auch hier Politikvideos. Ich habe auch ein bisschen Politik in meiner. Best of Bundestag gucke ich, ist nicht abonniert, aber Best of Bundestag gucke ich natürlich. Es ist ziemlich viel in meiner Playlist. Timo Wölken, der macht auch schöne Videos. Erklärvideos zur Politik. Cold Mirror natürlich. Gronkh schaue ich auch ab und Cold Mirror schaue ich ja fast alles. Gronkh schaue ich ab und zu mal rein, der lädt ja ziemlich viel hoch. Fast so viel wie ich. Ja, und da schaue ich, wenn es mal was interessiert, was habe ich zu Respekten geguckt? Mir fällt der Name nicht ein, aber ist doch relativ neu, ich höre dann auch immer, manchmal gucke ich in Let's Play von Gronkh und höre dann mittendrin auf, weil er dann wieder 400, 500, 1000 Parts davon hat gefühlt. Kann man mal nachgucken. Wie hieß denn das Projekt, was ich gerade gucke? Geguckt habe bei ihm. Ist gerade mal finde. Hey. Craftopia hieß das Craftopia, was ich gerade bei ihm gucke. Route ist natürlich in meinen Abonnements. Dr. Mark Benecke macht auch tolle Videos über Wissenschaft. Pokémon Tutorial TV mache ich auch ab und zu, gucke ich auch mal ab und zu mal. Held der Steine natürlich. Wenn dich eingetauscht in Among Us schreibt, okay, dann sollte ich mal aufhören. Ja, Spaß im Allgemeinen, sowas zu gucken. Na dann, ja, das die Antwort auf die Frage. Was schaust du dir auf YouTube so an? Ja, na dann. Na dann, na dann, na dann. Nächste Frage, wie heißt du in echt, also Real Life Name? Das würde ich dir gerne nicht beantworten. Das ist die erste Frage, die ich mal lieber nicht beantworte. Nicht, dass man das nicht rausfinden könnte. Es gibt schon ein, zwei Videos, wo, also es ist, man kann es finden, wo man danach sucht auf meinem Kanal. In ein, zwei Videos verplappere ich mich und sag mal, wenn ich so im Gerede bin und über ein Thema rede, als eine Geschichte aus meinem Leben erzählt habe, es ist schon mal vorgekommen. Zwei, dreimal in meinen 5 Jahren YouTube ist da schon mal dazu gekommen, dass ich dann mal mich verplappert habe. Das habe ich dann nicht rausgeschnitten. Steht auch ab und zu mal irgendwo drin. Also es ist zu finden. Aber ich muss es jetzt nicht nochmal laut aussprechen. Ich mag den Namen auch. Ja, er ist nicht hässlich. Er ist nicht mega schlimm. Es ist in Ordnung. Aber ich mag lieber Zwergi, das ist Zwergenfürst und Zwergi, ihr könnt mich gerne Zwergi nennen. Das ist ein Spitznamen, das ist, wenn Zwergenfürst euch zu schwer über die Lippen kommt, das ist dann, macht Zwergi draus, das muss reichen, das muss als mein Name reichen, ich mag das auch, ich spiele, also wenn ich mit anderen Leuten bin, also mein 4-5 Discord mit Mordi, Ninilein, Takiro, Prof. Das ist, ja, die kenne ich auch nur vom Nickname her und ich finde das nicht so schlimm. Ich finde das nicht schlimm. Ich weiß nicht, ob das für euch schlimm ist, mich nur mit meinem
Nickname zu kennen, aber es ist, ich höre auch, um auch ernst zu sein, um auch ehrlich zu sein, ich höre auch mittlerweile mehr auf den Namen Zwergi als auf meinen echten Namen. Es ist halt, ja, weil ich halt wirklich tagtäglich dann halt irgendwie, wenn ich in der Among Us bin und wenn ich irgendwie mich tagtäglich ist das nicht, aber weil ich halt, wenn ich irgendwie online spiele mit Leuten, dass dann Zwergi genannt werde. Und das ist halt, meine Familie treffe ich nur noch vergleichsweise selten. Das ist, da ich in einer anderen Stadt lebe, und es kommt halt häufiger vor, dass ich Zwergi genannt werde als mit meinem bürgerlichen Namen. Also, ja. Ich reagiere auch drauf, wenn er mich Zwergi ruft. Irgendwo. Zwergenfürst vielleicht nicht so, aber wenn er mich Zwergi ruft, das ist recht eine Reaktion. Ich hoffe, das reicht als Antwort. Wie bist du auf Zwergenfürst gekommen? Auf den Namen, auf den Nickname Zwergenfürst? Das passt ja. Der Übergang ist super. Das passt ja schon super toll. Wie bist du auf Zwergenfürst gekommen? Ja, die Antwort ist relativ langweilig. Ich glaube, wie bei vielen Nicknames auf YouTube, bei großen YouTubern und so weiter auch schon. Die Antwort ist relativ langweilig. Ja, einfach Zwergenfürst. Ich war und bin ein großer Herr der Ringe-Fan ich habe halt die Bücher liebend gern gelesen. Ich habe die Bücher von Herr der Ringe und der Hobbit gern gelesen, und da ist halt einfach, die Zwerge waren für mich schon immer so ein, die Zwerge, auch Stein und kämpferisch und hart, das war für mich immer schon immer ein Vorbild. Und es war, also es, ich habe die Bücher gelebt, die fantasievollen Wesen aus Mittelerde habe ich immer schon geliebt, und die Zwerge mochte ich am meisten davon. Und dann ich habe auch in Warplays später immer den Zwerg gespielt, und dann ist dann irgendwann, ja, ich habe immer Zwergenkönig habe ich mal gespielt, aber das habe ich dann irgendwann gesagt, ja, willst dich auch nicht Zwergenkönig nennen, das ist dann so ein bisschen, nimmst du mal was ein bisschen Geringeres, nimmst mal so ein bisschen, sag mal Zwergenfürst. Das sprach so gut aus, das ist dann so Zwergenfürst, das ist Zwergenfürst LP, das klang nach einem guten Namen, und da habe ich das einfach genommen, prägt sich ein und ist dann einfach geblieben. Das Fürst habe ich dann einfach. Ich habe es mir tatsächlich ausgedacht. Hab tatsächlich den Fürst dann hinten noch dran gehängt. Unterbewusst ist wirklich kein Witz. Ihr werdet es mir vielleicht nicht glauben, weil es kommt tatsächlich in der Zwergenfürst kommt tatsächlich in der Hobbit vor. Wenn ihr die Filme guckt, ich freue mich jedes Mal, wenn ich die Filme sehe, wenn ich die der Hobbit-Filme sehe. Es kommt tatsächlich vor in einer Rede von Thorin Eichenschild, wo er im Berg ist und wahnsinnig geworden ist vom Schatz, als die schon da drunten sind. Und da seine Leute anschreit: Ich bin doch kein gewöhnlicher Zwergenfürst, ich bin euer König. Das ist, was dann. Ich habe es nicht davon geklaut, aber ich bin selbst drauf gekommen. Aber vielleicht hat mein Unterbewusstsein irgendwie das dann. Ich bin selbst drauf gekommen, aber ja, man nimmt ja die Ideen von dem, was man sonst so, das, wo man aufgreift. Das ist ja, mein Unterbewusstsein gute Arbeit geleistet. Der Zwergenfürst wird erwähnt in Der Hobbit. Ich habe eine Erwähnung in dem Film der Hobbit. Ich glaube, der Hobbit, die Schlacht der fünf Heere war es, glaube ich. Da bin ich drin. Der Zwergenfürst. Doch kein gewöhnlicher Zwergenfürst. Müsst ihr mal gucken, müsst ihr mal darauf achten, wenn er das nächste Mal der Hobbit die Filme guckt. Ist immer wieder komisch. Das ist immer wieder komisch, wenn ich das gucke. Das ist halt immer. Gibt es eine Erwähnung. Nächste Frage: Wie alt? Das habe ich schon beantwortet. Das gab es schon mal. Die zweite Frage überhaupt, die ich im letzten Video beantwortet habe: Wie alt bist du? Ja, wie alt? Nochmal die Frage. Immer noch dasselbe Alter, ein paar Tage älter, aber immer noch dasselbe Jahr. Ich bin 23 Jahre alt. 23.
In Zwergenjahren 199. In Menschenjahren 23. Deine Meinung zu Fernbeziehungen? Ich weiß nicht, ob ich qualifiziert dazu bin, überhaupt zum Thema Beziehungen was zu sagen. Das ist generell Beziehungen, hatte ich noch, sagen wir mal, wenige in meinem Leben. Es ist, um ehrlich zu sein, gar keine. Ja, also Meinung zu Fernbeziehungen. Ich weiß, ich hatte noch nie eine Fernbeziehung, geschweige denn eine Beziehung. So ehrlich bin ich, bin Single. Das hatten wir auch schon im letzten Video. Da wurde gefragt, ob ich in einer Beziehung bin. Ja, da habe ich schon beantwortet. Ja, kann ich nichts zu sagen. Fernbeziehungen. Ich kenne jetzt direkt so keinen, der in einer Fernbeziehung lebt und bin selbst nicht in einer Fernbeziehung. Ich habe gehört, das soll schwierig sein. Es ist ein bisschen schwierig, wenn man halt den körperlichen Kontakt nicht hat und sich halt nicht treffen kann und ja, halt nur übers Video und so weiter, das ist halt über Videoanruf und so, über Telefonie und so weiter. Ich stelle es mir schwierig vor, aber wie gesagt, ich kann das nicht, also ich kann das nicht. Vielleicht kommen auch manche damit gut zurecht und ich kann es nicht sagen, ich bin da wirklich kein Experte auf dem Gebiet. Ja, mit wem hast du am meisten Streit, ist die nächste Frage. Mit wem ich am meisten Streit habe? Habe ich überhaupt mit irgendjemandem Streit? Ich hab nicht mit vielen Leuten Streit. Das ist, streite mich selten. Das ist, und wenn ich mich mal streite, irgendwie dann nur kurz, ist es nach 2 Minuten gegessen. Dann ist nach dem Streit dann wieder, zankt man sich kurz, dann kriegt man sich kurz in die Haare und dann, ich weiß nicht, wie es beim Gegenüber ist, aber für mich ist dann immer, das ist dann, bisher habe ich es auch so erlebt, dass man das, dann klärt man das und dann ist dann wieder gut, dann kann man weitermachen. Also mit am meisten Streit, das ist mit der AfD an sich habe ich am meisten Streit, obwohl stimmt nicht, mit der CDU habe ich am meisten Streit im politischen Sinne. Der AfD, das, da braucht man sich nicht viel streiten. Mit der CDU habe ich Streit. Ja, auch im Podcast würde öfters wettere ich öfters gegen die CDU und ja, zum Streiten gehören eigentlich zwei Leute. Ich weiß nicht, ob das zum Streit zählt. CDU hat bisher noch nicht geantwortet. Also, ja. Naja, hab dann Antwort. Wie findest du Mädchen, die sich schlagen? Okay, Mädchen, die sich. Die, also Mädchen, die sich untereinander schlagen oder Mädchen, die sich. Selbst ins Gesicht klagen, so ich haus dich selber, warum haus dich selbst? Mädchen, die sich gegenseitig schlagen, ist generell ist seltsame Frage. Das ist, gibt's, ist das irgendwie ein Fetisch, dass es Leute gibt, das sexy finden, die das attraktiv finden, die sich dadurch aufgeilen, wenn sie halt wieder Schlamm catchen, wenn sie Leute im Schlamm catchen, ist dann halt, wenn sich Leute schlagen, und wenn die Mädchen, ja, wahrscheinlich so Richtung Schlamm catchen, dass da halt so ein bisschen Zickenkrieg, so ein bisschen sich in die Haare kriegen. Wie finde ich, dass Mädchen sich schlagen? Ich finde, dass wenn Menschen sich schlagen, finde ich nicht toll. Das ist halt, auch wenn es zum Spaß ist, ich weiß nicht. Naja, es ist. Also sexuell finde ich das nicht. Also so, solche Vorlieben, solche Fetische habe ich dann nicht. Es ist. Und ich finde es auch nicht. Es ist. Ja, Mädchen, komische Frage. Ja, lass mal gut sein. Na dann, das waren weitere Fragen.
im Twitch-Stream beantwortet und dann später im Video zusammengeschnitten. Ja, eure Fragen von Telonym. Ihr könnt mir weiterhin Fragen schicken, gibt es in irgendeinem Stream. Wenn dann wieder genügend Fragen zusammengekommen sind, dann beantworte ich sie auch wieder. Gut, ich würde mal sagen, belassen wir es heute.